Hinter allen Unternehmungen und Plänen stehen Menschen. Menschen mit ihrem Recht auf Fantasie und Überlegung. Seit über 50 Jahren steht die Firma Sütterlin für Kompetenz, Zuverlässigkeit und persönliche Beratung. Wir freuen uns, Sie ein Stück auf unserem Weg mitnehmen zu dürfen.1949 gründete der weit über die Grenzen Freiburgs hinaus bekannte Radrennfahrer Fritz Sütterlin das bis heute bestehende Unternehmen. Nach Absolvierung meiner Militärzeit habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Dann habe ich von der Sumsa-Hermine den Schuppen gemietet. Mit meinem Vater habe ich den ausgebaut. Durch das, dass das Geschäft immer größer wurde, habe ich dementsprechend auch müssen Mitarbeiter einstellen. Und in der Zwischenzeit waren es 12 Stück, bis ich eben dann keinen Platz mehr hatte. Und dann habe ich mich erweitert, indem dass ich ein Gelände gekauft habe von den Franzosen bzw. vom Bund. Und dann habe ich eine große Werkstatt gebaut und später ein Haus dazu. 1962 unterzeichnete Fritz Sütterlin den ersten Honda-Händlervertrag zum Vertrieb und Service von Motorrädern. Die haben mich mobilisiert, weil ich im Radsport eben ein bisschen was war. Fritz, du fährst einen Weltrekord. . 1979 zog sich Fritz Sütterlin aus der Geschäftsführung zurück und teilte den Betrieb unter seinen Söhnen Dieter und Manfred auf. Fortan übernahm Dieter Sütterlin die Verantwortung für den Bereich Automobile und Motorräder. Der Geschäftszweig Radsport wurde separiert und an Manfred Sütterlin übergeben. Im Zeitpunkt der Übernahme kamen wir aus dem Motorrad- und Fahrradgeschäft und das Auto hatte noch einen kleinen Stellenwert. Wir wurden dann durch die Fusion von Audi, VW in die Lage versetzt, den Vertrag weiterhin führen zu können, wenn wir bauliche Veränderungen vornehmen und unseren Personalstand vergrößern. Das war natürlich eine große Herausforderung. Der erste Bauabschnitt war das Ersatzteillager und die Werkstätten. Und der zweite Bauabschnitt waren dann die Ausstellungsräume. Im Januar 1986 schloss Dieter Sütterlin einen weiteren Vertrag mit Honda zum exklusiven Vertrieb und Service von Automobilen. Wir sind von Honda vom Fabrikat her, von der Qualität, auch vom Management mehr als überzeugt. . 1997 wurde der zweite Generationswechsel im traditionsreichen Familienunternehmen eingeläutet. Markus Sütterlin, der Enkelsohn von Fritz Sütterlin, übernahm die Leitung der Firma. Honda haben wir einen starken Partner, dem wir großes Vertrauen setzen und mit dem wir echte Wachstumschancen sehen. Ganz klar, der erste Wunsch unseres Kunden ist der Wunsch nach individueller Mobilität. Um diese individuelle Mobilität zu gewährleisten, wird auch in Zukunft das Automobil eine tragende und bedeutende Rolle spielen. Die Entscheidung für einen weiteren Standort in Freiburg ist in erster Linie gefallen, um auch in Zukunft
den gestiegenen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und eine optimale Beratung und Betreuung herstellen zu können. Es gibt heute noch viele, viele Kunden, die den Fritz kennen und heute zu meinen Söhnen gehen und da ein Auto oder ein Rennrad kaufen. Sie fragen immer nach mir. Lebt er noch? Da jetzt haben wir es. Er lebt noch. Honda Süderlin. Die Geschichte der kontinuierlichen Entwicklung eines Familienbetriebes vom Fahrradverkauf im Schuppen bis hin zu einem modernen, zukunftsfähigen Unternehmen. Ein Unternehmen, in dem fachliche Kompetenz und zuvorkommender Kundendienst mit der persönlichen Note rund um ein hervorragendes Produkt großgeschrieben werden.